Ja, hallo miteinander. Seltsame Zeiten, die wir in diesen Tagen so erleben. Die Ereignisse überschlagen sich und nahezu jeder Tag kommt im Geleit einer neuen Horror- oder Katastrophenmeldung. Ja, und mir fällt es immer schwerer, etwas dazu zu sagen. Mir hat es in den letzten Wochen immer wieder buchstäblich die Sprache verschlagen. Ich wusste nicht, was man da noch vernünftigerweise zu sagen kann. Weil nach meinem Eindruck ist es so, als wenn wir in einer Art Vollzugsanstalt uns wiederfinden in diesen Zeiten und Tagen. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Oder man könnte sagen, der Bumerang kommt zurück. Der Gleichnisse sind genügend vorhanden, die beschreiben, dass das, was man in die Welt hinaus impulsiert, zurückkommt, auf dem einen oder dem anderen Wege, nach einer kürzeren oder auch nach einer längeren Zeit. Aber es kommt unweigerlich wieder. Und das ist mein Eindruck. Wir leben in einer Vollzugszeit. Die eigen ausgesandten Energien, das Eigengesetzte, das Eigengehandelte in der Welt kommt zurück. Und in diesem Sinne eben in dem bekannten Wort, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Oder man kann auch sagen, wer Kriege führt und namentlich sich am Krieg gegen den Terror beteiligt, der letztendlich nur Terror in der Welt produziert, wird von den Folgen dieses eigenen Handelns nicht unverschont bleiben. Er wird nicht unverschont bleiben können, weil die Energien dieser Welt eben so sind, dass es wirklich zutrifft, dass man das zurückbekommt, was man gesät hat. Eine Ernte außerhalb der gesetzten Saat ist letztendlich nicht möglich. Daher möchte ich mich auf einzelne Segmente nicht groß einlassen. Es ist nur verblüffend für mich, wie wenig auffällt, dass wir in einer Zeit der Taten folgen leben und dass überhaupt keine Neigung besteht, die Gründe, das eigene voraussetzende Mitwirken an den Ereignissen dieser Zeiten zu berücksichtigen. Und solange wir uns nicht dazu bequemen, wirklich in der Tiefe durchzudenken, warum etwas zu uns zurückkommt, erscheint mir jede Hoffnung auf Besserung der Verhältnisse als vergeblich. Kurzum, Krieg im Ausland kann nicht unbeschadet von Terror im Inland bleiben. Wo also sind unsere vorausgehenden Tatbeteiligungen? Bei aller Vorsicht, wenn man nicht in monokausale Erklärungsmodelle verfallen will, aber bei aller Vorsicht darf doch gesagt werden, dass die Kriege, die wir führen und an denen Deutschland beteiligt ist im Rahmen der sogenannten Wertegemeinschaft der Westlichen, das sind im Kern Energie- und Ressourcenkriege. Und vor dem Hintergrund, dass eben alle unsere Kriege Energiekriege sind, ist natürlich zu fragen, ob wir um, sagen wir mal, unseres energetischen Überlebenswillens diese Kriege führen müssen, Anführungszeichen, oder ob es nicht schon längst andere Möglichkeiten einer Energieversorgung gibt. Und diese Frage, sofern man sie denn überhaupt stellen wollte, wäre sofort und gewissermaßen auf dem Absatz zu beantworten. Ja, wir haben alle Möglichkeiten.
technisch steht uns alles zur Verfügung, um auf dem Absatz aus den Energiekriegen herauszukommen. Alles ist vorhanden. Wir haben alle technischen Möglichkeiten, auf eine solarbasierte Energieversorgung umzusteigen. Und wenn wir diesen Umstieg wirklich machen würden und nicht schon wieder daran gehen, die hier so zärtlich keimende Energiewende nach einigen Jahren wieder auszubläuen, damit doch wieder die Altversorgungssystematiken am Ball bleiben können, damit die alten Energieträger doch noch tragfähig für die Zukunft gemacht werden oder durchgeschoben werden, durchgehebelt werden mit allerhand politischen Geleittricks, eine wirkliche Energiewende auszubläuen und auszuhebeln. Welche Riesenpotenziale hätten wir, wenn wir im Grunde auch Europa als Entwicklungsgemeinschaft sehen würden in eine gesamteuropäisch solarbasierte Energieversorgung. Man könnte sofort und auch auf dem Absatz den gesamten sonnenverwöhnten Südgürtel Europas von Griechenland bis Portugal in eine integrativ europäische Gesamtstrategie zur solarbasierten Energieversorgung einbauen. Und wenn man das noch verbinden und verknüpfen würde mit den Elementen Architektur, Bauen, Siedeln und Elektromobilität und Elektromobilität auf Solarversorgung, auf Solarernte, kurzum, tanken vom Dach. Und tanken vom Dach ist ein Hebel dahingehend, dass die Frage, womit unsere Kinder in der Zukunft in die Welt hinausfahren, Stahlhelm oder Sonnenhut, in Richtung Sonnenhut beantwortet werden kann. Wie viele Energieernteanlagen für Gesamteuropa würden sich im Südgürtel Europas installieren lassen und auch diesen Raum zu einem wirklich prosperierenden Wirtschaftsraum machen? Ja, warum eigentlich nicht? Kein Mut, keine Ideen, keine Ingenieure, keine Visionen. Ach ja, Visionen. Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ja, aber ich glaube, ohne Visionen können wir uns den Totenschein gleich selbst und gegenseitig ausstellen. Es dürfte jenseits von sich auch weltweit neu vernetzenden Formaten der Zivilgesellschaften und Einflussnahmen der Zivilgesellschaften keine Alternative geben. Aus den Bereichen der buchstäblich herrschenden Politik ist keine Abhilfe und keine Fundamentalidee in eine bessere Zukunft zu erwarten. Da kann man und muss man diese ganze Schiene definitiv vergessen und denen letztendlich die Macht entziehen. Und darum halte ich es für wichtig, dass die Thematik von Energie- und Ressourcenkriegen auf der einen Seite und den Möglichkeiten einer wirklichen Energiewende endlich großflächig und in der Tiefe der Sache breitest diskutiert wird. Wenn wir eine Chance haben wollen, dann geht das nicht nur mit Friedensappellen, sondern da muss Friedenstechnik auf den Plan kommen. Und es gibt keine größere Friedenstechnik als die Solartechnik.
weil sie uns davon loslösen kann, aus der Erde die Stoffe herauszuholen und sie über lange Wege in die Verbrauchsländer zu verbringen. Und es sind ja namentlich die Transportwege, die Pipelines und ihre Routen, die zu vielen Konflikten und auch derzeitigen Kriegen geführt haben und führen. Und das wiederum müsste man eigentlich in alle Energiepreise hineinrechnen. Die Kriegskosten, die militärischen Geleitkosten, die Kosten für die militärische Flankierung unserer Versorgungswege und Versorgungssicherheit, die müsste man eigentlich in den Energiepreis hineinrechnen. Und dann würde man schnell darauf kommen, dass es nichts Billigeres gibt und somit auch nichts Zukunftsfähigeres als die Sonne über uns. Natürlich wird das ein riesiger Umbau und an dem Umbruch werden nicht alle Kräfte dieser Welt Interesse haben, weil die Energiefrage ist wirklich die zivilisatorische Schlüsselfrage schlechthin. Darum wird sie auch so gerne zugeschüttet, damit ja nicht die Leute darauf kommen, dass dort ein Schlüssel für viele Probleme und bis eben in die Terrorproblematik hinein ein Schlüssel in diesem Land vorhanden ist. Wir haben reale Chancen und die realen Chancen auf den realen Handlungsplan zu bringen. Das ist Aufgabe der Zivilgesellschaft. Das muss dann von außen, aus der Gesellschaft heraus in die Politik impulsiert werden, wenn die Politik sich dem verschließt und entzieht. In diesem Sinne bedanke mich fürs Zuhören, wünsche allen wache und teilnahmestarke Zeiten. Ciao und bis demnächst einmal.